Moin, moin, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Airport CEO, jetzt in der Beta 8.1.2. Es schreitet voran und ach, du ahnst es nicht. Kaum startet man, schon passiert hier wieder etwas. Was steht denn da? Achso, nee, das würden wir gerne sehen. Und das wird wahrscheinlich irgendwo hier unten sein. Gefährliches Gepäck wurde mutmaßlich auf Flug ZM480 verladen. Ein Sicherheitsbericht wurde der Regierung vermutlich bald folgen. Wir scheinen irgendwo zum Gepäckbandsystem eine Sicherheitslücke zu haben, die wir umgehend aufspüren müssen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Kann man hier irgendwie da hinkommen? Nein. Okay, machen wir aber auch erst gleich, denn was ist passiert? In der letzten Folge, der Folge 25, da waren wir kurz vor der Pleite. Wenn ihr euch das jetzt hier anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass wir jetzt mittlerweile nicht mehr so richtig in der Pleite sind. 236.000 Euro haben wir circa und wir haben unsere Kredite mittlerweile abbezahlt. Das heißt, wir können neue Kredite aufnehmen. Und wie haben wir das gemacht? In jedem Fall nicht durch Cheating oder durch Eingabe von irgendwelchen Codes, also ich hätte da auch gar keine, sondern in der letzten Folge haben wir den Flughafen wieder erwartend so gut aufgestellt, dass er angefangen hat, Gewinn abzuwerfen. Wie hat er das gemacht? Mit diesen vier mittleren Stands, die wir hier vorne sehen, ja, und den kleinen hier unten. Das heißt, für die kleinen Flugzeuge General Aviation haben wir hier unten automatische Boarding-Schalter gebaut. Da sparen wir uns ein paar von den Fluggastbetreuern da vorne. Ich weiß nicht, ob das in echt auch so funktionieren würde, aber es ist so. Und ja, wie ihr hier seht, sind wir jetzt bei Tag 1 im Jahr 5 und wir haben in der letzten Folge bei Tag 9 im Jahr 3 aufgehört. Das heißt, ich habe es einfach ein bisschen durchlaufen lassen. Immer mal wieder hier die Start- und Landebahn erneuert, weil die sich natürlich weiter abnutzt. Und so habe ich nach und nach alle drei Kredite, die ich aufgenommen habe, abbezahlt. Zusätzlich noch ein bisschen die Gebühren erhöht, um hier für den einen oder anderen Flug, Landung, Abflug und die Parkgebühren sowie Servicegebühren ja, ein bisschen mehr an Money letztendlich rauszubekommen. Die muss man dann im Zweifel auch demnächst mal wieder ein bisschen runterschrauben, wobei derzeit sind die Airlines halbwegs zufrieden. Na, also wir sehen hier vorne, da geht es dann ein bisschen nach oben. Gepäck sind sie gerade nicht ganz so zufrieden. Und naja, das ist ja eher bei einem Preis, wo wir sagen müssen, läuft nicht so richtig. Deswegen passen wir das jetzt gerade mal an. Müssten wir eigentlich gar nicht, weil sie sind noch nicht bei Null und da weiß ich auch nicht, was passiert. Aber wir machen es jetzt einfach mal, denn die Gebühren sind echt hoch. Ne? Also wir sind hier kurz vorm roten Bereich und jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen runter und sagen, okay, 2.100 große Flugzeuge, ja, 3.400 Parkgebühren, die stehen auch direkt am Anschlag. Ja, machen wir mal 270 und hier machen wir 400 große Parkpositionen. Gehen wir auch mal hier auf 540. So, dann zum Treibstoff, der steht auch kurz vorm Anschlag. Ja, hier gehen wir noch ein bisschen runter. Bordverpflegung gehen wir ein gutes Stück runter. Kabinenreinigung können wir noch ein bisschen runtergehen. So, jeder Cent wird hier geehrt. Ja, hier gucken wir mal. 12,5 Reparatur im Hangar. Ja, da gehen wir auch mal auf 800 runter. Verkaufsaufschlag, Automat. Auf 6 Toilettennutzung machen wir auch ein bisschen günstiger. Ne, wir wollen ja hier nicht wuchern. Gepäckabfertigung geht auf 12 und die Passagierabfertigung geht auf 20 runter. Ja, parken können wir gerade, ja gut, gehen wir ein bisschen runter. Jo, okay, also das haben wir angepasst. Was habe ich noch gemacht in der Zwischenzeit? Ich habe hier zusätzliche drei mittlere Stands gebaut und diesen
Terminal hier Bereich in der Hälfte erweitert. Das hat mich auch schon wieder knapp 600.000 insgesamt gekostet. Also ich habe das hier ein bisschen hochlaufen lassen, um letztendlich die Aufgabe, die wir hier eigentlich zu erfüllen haben, nämlich Großraumflugzeuge und Passkontrolle durchzuführen oder letztendlich ja, aufzubauen, damit wir hier im Tutorial auch weiterkommen, um das zu ermöglichen. Zusätzlich, wenn wir hier mal reinzoomen, habe ich zwei zusätzliche Gepäckverladeeinrichtungen gebaut. Die hier ist noch zu, die ist auch zu, die können wir mal öffnen. Okay, müssen wir sozusagen noch verbinden. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn wir ja unsere Check-in-Schalter damit noch nicht verbunden haben. Das machen wir also noch einmal und schieben die damit rüber. Dann haben wir das auch ein bisschen. Ha, siehst du. Haben wir das auch ein bisschen aufgeteilt. Was jetzt hier noch fehlt, ist Personal, aber das dürfte gleich dazukommen. Ich habe auch noch ein paar von den Ramp Agents eingestellt. Na, wir sehen das hier, 28 haben wir, 16 Jobs derzeit verfügbar. Das heißt, die kommen da gleich hin. Der bleibt weiter zu. Ja, des Weiteren, wenn wir mal in den Keller gehen, sehen wir hier unsere, unser Gepäckbandsystem. Das heißt, hier muss man auch darauf achten, dass wann immer es irgendwie nach links oder rechts abgeht, man ein, wie heißt das Ding, ein Sortierband mit einbaut, was dann in die richtige Richtung sortiert. Wenn wir hier schauen, hier geht es nach oben und läuft dann hier durch. Ja, und jetzt erkenne ich gerade den Fehler, warum das, diese Fehlermeldung gerade gekommen ist, im Sinne von, wir hätten eine Lücke in unserem Sicherheitsapparat. Ja, na klar, haben wir diese Lücke. Denn das hier brauchen wir gar nicht. Das reißen wir ab, das Ding. Und sorgen dafür, dass das alles nur noch hier durchgeht. Denn hier geht es dann hoch. Und dann haben wir hier vorne, ist noch kurz wieder ein bisschen lauter, jetzt haben wir das hier vorne nämlich alle fünf unterschiedlichen Scanner eingebaut. So, und wenn das gleich passiert, abgerissen ist, dann dürfte hier vorne auch nichts mehr ungeprüft ankommen. So, so ist doch angenehmer. Da dürfte nichts mehr ungeprüft ankommen und dann dürfte das trotzdem gut verladen werden. So, hier sehen wir unseren Verladewagen für Gepäck und hier kommt ein neuer Flieger gerade an. Auch hier nochmal rein. Können wir mal zwischenzeitlich reparieren, die Stands. Und wenn wir wieder ein bisschen Geld haben, auch zu Beton umbauen, weil erstens halten sie länger und zweitens sind sie ein bisschen günstiger. Was ich auch festgestellt habe hier in dem Aufbau des Airports und dem, ja, den derzeitigen Taxiways, erstens, die haben hier einen ganz schön weiten Weg drumherum. Und zweitens, wenn der hier raus will, und hier vorne kommt einer, da muss der hier hinten hin möchte, hier vorne warten, bis der raus ist und abgeflogen ist. Heißt, man müsste hier noch Ausweichrouten natürlich mit einbauen, sodass die Überground letztendlich besser gesteuert werden können. Gut. Ja, also das ist im Grunde genommen hier der Anteil, der neu ist. Und jetzt gucken wir mal, was passiert hier. Deaktiviert und nicht in Betrieb. Verbindung zu Parkpositionen. So, das machen wir doch mal genau. Auch hier Verbindung zu Parkpositionen. Und das, was ich gleich eigentlich machen möchte, ist dann in dem Bereich internationale, ach, wo ist das Ding? Internationale Flüge reinzugehen. Das heißt, hier einen Bereich einzurichten, der sich nur um internationale Flüge kümmert. Das heißt, diese beiden Stands sehe ich dann vor für internationale Flüge. Und ja, jetzt müssen wir nochmal gucken. Arrival Runway nicht verbunden. Warum nicht? Das müsste doch die hier sein. Muss man die erst noch verbinden? Nee, das müsste doch eigentlich auch so gut passen. Ja, ist leider rot.
Das ist wieder ein Punkt, der. Ah, siehst du, jetzt. Es sind so einfache Sachen. Hier fehlen dann der Flug, der Rollfahrt, so heißt das Ding. Ach, guck mal, die kann man auch so quer machen. Das ist natürlich witzig. Gut. Okay, alles klar. Ich verstehe. Das bedeutet, wir müssen hier noch unser Rollfeldfundament erweitern. Wo haben wir es? Ist das hier irgendwo? Ja, das sind nur die Dinger. Hab das schon wieder eine Woche hier nicht gespielt. Und schon kommt man wieder raus. Das ist es doch. So, dann nehmen wir gleich Beton. Wir sehen das. 10 Cent Unterschied von den Betriebskosten pro Stunde und hält ein bisschen besser. Also machen wir das auch so. Wir nehmen hier unsere 5er Breite und dann verbinden wir den Spaß. Kostet uns natürlich wieder ein, zwei Mark, aber zum Schluss wird es sich im Zweifel lohnen. Gut, jetzt prüfen wir das Ganze noch einmal. Ich bin gespannt. Irgendwo hier müssten gleich Koffer ankommen. Gehen wir mal eine Etage tiefer. Jo, da haben wir einen. Ha. Ja, okay. Also auch hier haben wir dann noch einen Fehler, weil hier sortiert wird, wo nichts zu sortieren ist. Bedeutet, wir nehmen uns unser Gepäckbandsystem. Die Koffer, die verschwinden gerade im Nirgendwo. Okay, wir nehmen ein schnelles Gepäckbandsystem und bauen das hier einfach ein. So, jetzt warten wir auf den einen Bauarbeiter, der das Ding hier fertig machen soll. So, jetzt ziehen wir das um die Kurve. Warten wieder auf den einen Bauarbeiter, der das fertig machen muss. Der hoffentlich gleich hier irgendwo ankommt. Na, wo bleibst du? Da kommt er. Da wird gehämmert. Und fertig ist das Ding. Na, die hier sind verloren, lost in irgendwo im Gepäck Nirvana. Und jetzt warten wir mal drauf, dass hier weitere von diesen Gepäckstücken reinkommen. So, machen wir mal ein bisschen langsamer, sonst können wir die nicht so gut verfolgen. Okay, schwarz auf grau ist natürlich auch nicht so schön. Und jetzt gehen wir einen nach oben. Ah, diese, da war schon irgendwas drin hier. Und schon wieder. Ah, der darf durch. Der darf auch durch. Ist das mal ein ordentlicher Passagier? Wow! Ein Koffer kommt durch. Es ist tatsächlich der absolute Wahnsinn. Jetzt gucken wir mal weiter. Na, die beiden gehen jetzt hier schon mal wieder in die Vernichtung. So, dann kommen die hier vorne an. Ist doch eine herausragende Geschichte. Da bin ich mal gespannt, wenn von den ersten Flügen hier die Sachen ankommen, ob die dann auch in die richtige Richtung geleitet werden oder ob die auch irgendwo wieder verschwinden. Also, funktioniert grundsätzlich. Muss man allerdings alles sehr deutlich beachten, dass das auch funktioniert. Gut, wir sehen, die Teile sind soweit fertig. Wir haben alles verbunden, was wir verbunden haben müssen. Und jetzt machen wir Folgendes. Also, wir brauchen eine internationale Zone. Großraumflugzeuge ab und baue eine große Start- und Landebahn. Ja, die haben wir noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir hier ein bisschen mehr Geld kriegen. Und ja, da müssen wir hier noch Passkontrollen reinbauen. Okay, also nehmen wir erstmal die Zone, weil ich es einfach erstmal ausprobieren möchte, weil bis wir hier genügend Geld haben, um dann einen großen Stand zu bauen, das dauert noch ein bisschen. Vermutlich werde ich ihn dann hier unten erstmal hinpacken, weil ja, Zeit für ein neues Terminal will ich mir jetzt nicht nehmen. Wir sind ja immer noch im Tutorial und dann bauen wir hier halt ein bisschen um. Ne? Leider Gottes brauchen wir dann aber trotzdem irgendwo Platz, um hier eine große Landebahn reinzubauen. Und dazu werden wir wahrscheinlich diese beiden Dinger hier brauchen. Oder hier oben die beiden Dinger.
Ja, und dafür brauchen wir auch wieder Geld, ne? Da sind wir schon mal bei 1,5 Millionen, die alleine diese Felder kosten. Jo, und bis dahin verdienen wir einfach mehr Geld, vielleicht sogar schon mit internationalen Flügen. Gucken wir mal. Also, zoomen wir nochmal ein bisschen ran. Nehmen uns mal diesen Bereich hier. Jo, nehmen uns mal den Bereich hier. So, und jetzt brauchen wir hier nämlich in der Sicherheit und Kontrolle eine Passkontrolle. So, und jetzt gucken wir noch mal. Wir sehen, da sind Pfeile. Da kann man sich anstellen und das muss ein bisschen da in der Region bleiben. Okay, und da wir hier auch noch automatische Passkontrollen haben, nehmen wir auch das gleich mit dazu und bauen die nochmal mit dahin. Automatisch ist natürlich auch viel besser und schöner. So. Müssen die denn in die andere Richtung auch noch? Oder jetzt, das ist jetzt die gute Frage. In welche Richtung müssen die denn, wenn die raus wollen? Jetzt gucken wir nochmal. Ja, da muss ich jetzt nochmal genau reingucken, nicht, dass wir die falsch machen. Reisende mit internationalen Flügen müssen die Passkontrolle durchlaufen, damit der Reisepass kontrolliert und die Reiseerlaubnis geprüft werden kann. Okay, ich vermute mal, ich habe es gerade genau falsch rumgebaut. Der Ausgang funktioniert zwar, also quasi immer. Nehmen wir mal den hier. Nee, kann man wieder nicht abreißen. Also, das wird abgerissen. So, und jetzt drehen wir den Spaß mal in die andere Richtung. Siehst du, so muss das nämlich sein. So. Ja. So macht es auch Sinn, ne? Ja, Mensch, vorher einmal das Gehirn einschalten. Könnte alles so einfach sein. So, da packen wir zwei hin und dann machen wir hier noch jetzt unsere automatische Kontrolle. So, geht da auf die Ebene, zack, drei, vier Stück. Und dann bauen wir hier unsere Ach so, das brauchen wir gar nicht. Hätte ich jetzt gedacht, dass die dann, wenn sie hier raus wollen, letztendlich auch durch so einen Ausgang müssen. Ja, okay, müssen sie nicht. So, da sind sie, unsere lieben Bauarbeiter. Ich freue mich sehr. Ihr hoffentlich auch. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, aber wir kommen voran. So, was haben wir denn hier? Hier leuchtet irgendwas rot. Warum ist das so? Ja. Checke ich jetzt wieder nicht. So, haben wir jetzt eigentlich auch Personalprobleme wieder mit. Nö, geht sogar, ne? So, jetzt machen wir das Ding mal hier zum internationalen Teil. Okay, geht wieder nicht, weil schon einer unterwegs ist. Yay. Aber wir sehen. Wow, kommen da viele Flugzeuge an. Also, das ist gar nicht verkehrt. Ich vermute nur, dass wir gleich irgendwann mehr an Servicefahrzeugen brauchen werden. Und das, was ich jetzt auch nochmal ausprobieren wollte, sagen wir doch einfach mal, das hier sind die neuen modernen Stands. Hier machen wir mal ein Upgrade. Parkposition Verbesserung und wir bauen hier eine Fluggastbrücke. Okay, auch das funktioniert nicht, weil wir hier ein oberes Stockwerk dafür brauchen. Macht auch wiederum Sinn, weil im Erdgeschoss brauche ich keine Fluggastbrücke.
Ja, was ist mit euch? Haben wir hier irgendwas falsch gemacht? Nee. Gucken wir nochmal zum Gepäck. Eine Etage tiefer. Was war das? Das war die falsche Richtung, sorry. Ich habe mal auf den Knopf gedrückt, aus Versehen. Okay, hier bin ich jetzt gespannt. Ne, das funktioniert, das ist gut. Und irgendwann dürften hier dann auch welche ankommen. Schauen wir nochmal die Fahrzeuge rein. Förderbankwagen brauchen wir noch. Und wir brauchen noch ein Fahrzeug für Bordverpflegung. Das kaufen wir. Das große Flügel, Gepäck, Fahrzeugteile, Gepäck, Großraum, nö. Brauchen wir erstmal noch nicht. Stellen wir davon eins. Und was hatten wir noch? Was war das? Für Verpflegung, ne? Davon bestellen wir auch noch eins. Ja, für die Reinigung schon wir auch gleich eins mit. Praktisch, ja, also es geht schon echt nach unten hier, weil wir echt ganz, ganz viele von den Dingern hier kaputt machen. Okay. Also, ich stelle fest, wir könnten hier natürlich noch so ein Ding dazwischen bauen. Machen wir erstmal folgendes. Wir schieben jetzt hier hinten. Sorry, ist gerade ganz schön laut. Weil da ein Flugzeug ankommt. So, hier. Da kommt noch eins. So, jetzt aber. Wir nehmen uns jetzt noch einmal den Gepäckvernichter. Und den schieben wir hinten hin. So. So, dann nehmen wir hier das. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. Das heißt, wenn wir hier hochkommen mit dem Ding. Sagen wir mal, wir kommen hier hoch mit dem Ding. So machen wir das gleich. Reißen den Quatsch jetzt hier ab. Und dann kommen wir hier vorne gleich mit dem Ding hoch. Und dann bauen wir hier noch einen normalen Scanner dazwischen. Und wenn alles gut geht, geht alles gut. Komm, auf geht's. Wofür haben wir so viele von euch? So, jetzt gucken wir nochmal. Ne, wir wollten nicht aufs Dach, wir wollten in den Keller. Eieieiei, genau. Hier kommt jetzt also. Das Ding an, was nach oben geht, ne? So, das soll also. Jetzt gucken wir nochmal. Ne, es soll also schon da ankommen. Da geht's nach oben, das heißt, das Ding da müssen wir noch abreißen. Das wird hoffentlich gleich passieren. Quasi jetzt. Und jetzt haben wir den Teil, wo es nach oben geht. So, darauf warten wir jetzt und dann werden wir hier, ja, ich mag eigentlich diese schnellen Förderbänder, aber braucht man an der Stelle, glaube ich, nicht mehr. Werden wir hier eine Gepäckbank reinbauen. Das Ding hier vorne noch abreißen. Und dann hoffe ich mal, dass dieser normale Scanner da auch noch dazwischen passt. So, jetzt gucken wir mal. Ja, das sieht doch danach aus.
So, jetzt brauchen wir noch einmal ganz kurz hier das Förderband in diese Richtung. Und dann haben wir das geschafft. Ja, muss jetzt nur noch fertig gebaut werden und dann kommt das Gepäck da auch wieder an und wir haben durch alle Scan-Stufen letztendlich hier dafür gesorgt, dass das Gepäck gescannt wird. So, Bauarbeiter, auf geht's, Gas, Gas, Gas. So, alle, alle, wiet, wiet. Da geht eine ganze Menge durch und jetzt gucken wir hier nochmal rein. Sicherheitsbewertung. Oh, okay, korrekt zerstörtes Gepäck. Ist immer noch nicht so richtig gut. Ja, was soll ich sagen? Ne? Sollte eigentlich irgendwann mal funktionieren. Jetzt bin ich tatsächlich mal gespannt. Also, die Jungs und Mädels hier, die haben ja offensichtlich noch irgendwelche Problemchen. Durch Wände und Zonen, Zollkontrolle. Ne, Passkontrolle. Haben wir denn hier noch andere Kontrollen? Das sind die Boarding-Schalter, genau. Und dann gucken wir hier nochmal rein. Sicherheitszone mittelgroß. Sicherheitskontrollen groß, ja, klein. Sicherheitsausgang internationale Zone, die haben wir hier, genau. So, Reisen mit internationalen Flügen müssen die Passkontrolle durchlaufen. Das ist genau der Punkt. Ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt hier noch eine Mauer dazu bauen muss, dann dürften die aber auch nicht mehr rauskommen, ne? Also wenn sie denn mal... Achso, dürfen sie auch gar nicht. Ja, das siehst du. So, das probieren wir jetzt nochmal aus, indem wir hier jetzt einfach noch eine Mauer bauen. Weil wer einmal drin ist, ist drin. Wenn es kein internationaler Flug ist, dann... Also das ist ja genau so. Schauen wir mal, ob das klappt und wirkt. Wo sind sie, meine Ameisen? Da hinten irgendwo. Haben wir denn hier schon umgeschaltet eigentlich? Nee, haben wir noch nicht. So. Jetzt sind wir umgeschaltet auf internationale Flüge. Zumindest was den hier angeht. Okay, dann connecten wir den nochmal. Und hier vorne warten wir dann drauf. Ja, Kinder, ihr seid alle gefangen jetzt, oder? Wieso brauche ich denn jetzt hier noch eine Zollkontrolle? Oder muss ich jetzt hier nochmal so ein... Habe ich überhaupt eine Zollkontrolle? Wo sind denn hier Zollkontrollen? Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Und da auch nicht. Ich baue aus Jux und Dollerei Sicherheitskontrolle. Aber normalerweise würde das ja so heißen, Zollkontrolle. Aus Jux und Dollerei baue ich jetzt hier nochmal so ein Ding rein. Muss mit einem öffentlichen Bereich verbunden sein. Nein, haben wir nicht. Okay, so. Jetzt machen wir das Ding zum Internationalen. Jo. Und jetzt gucken wir nochmal in die Forschung, ob wir da noch irgendetwas vergessen haben.
Ja. Kann ich noch nicht erkennen tatsächlich, dass hier was fehlt. Aber auch das werden wir herausfinden. Jo, ich würde sagen, die 25 Minuten sind mal wieder rum. Das ist mein selbstgestecktes Ziel. Und ja, wir sind immer noch in dem Bereich, dass wir sagen, ja, wir kommen grob ins Positive, also ins Plus. Und das ist doch eine schöne Geschichte. Vielleicht baue ich dir das Teil auch einfach mal andersrum, aber man weiß es nicht genau. Vielleicht müssen die doch andersrum. Ich reiß das mal ab und drehe die einfach mal um. Vielleicht hilft das ja. Okay, und dann, wenn, dann, das probieren wir jetzt nochmal aus. Wenn das dann durch ist, ja, oder nicht klappt oder helfen sollte, dann muss ich nochmal gucken. Und dann sehen wir, wie das in der nächsten Folge sozusagen aufgelöst wird. So, jetzt drehen wir den Spaß schon mal um. Die Kontrolle machen sie mal so rum. Und das Ding mal so rum. So, und jetzt warten wir mal ab. Denke mal, da werden gleich die fleißigen Bienchen wieder kommen und werden dann sehen, dass sie hier entweder die eine oder die andere Richtung durchkommen. Ja, so, dir fehlt jetzt noch eine Kiste. Ah, siehst du, dann hatte ich das doch richtig rum. Ist ja eine verrückte Geschichte. Okay, stehen sie alle Schlange. Wir haben den Stau aufgelöst, das ist in Ordnung. Und dementsprechend werde ich den Rest auch nochmal umbauen. Und dann wird das passen. Gut, also. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Wie immer, lasst mir gerne eure Kommentare da, eure Anregungen und ja, auch die Gedanken. Je nachdem, wann das hier online kommt, wird die Vollversion mittlerweile dann auch erhältlich sein. Also von heute an gerechnet noch in eine Woche. Dann sollte das so sein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, gerne nach oben und gerne auch das Abo, damit ihr auch in Zukunft immer informiert seid, wenn hier etwas Neues passiert. Dafür drückt ihr dann auch bitte auf die Glocke. Merci beaucoup. Und ja, in diesen Zeiten bleibt gesund, stay safe. Ich wünsche euch was und bis dahin, ciao, ciao.